Heute in der Bastelzeit. Ja, wollen wir mal lüften, was hier bei diesem Bausatz Tolles drin ist. Wir haben hier einmal die Betriebsanleitung oder Bauanleitung. Ein Stück Faden. Ja, tolle erstmal Fensterfolie und tolle Aufkleber. Ne? Die Gardinenmaske. Und jetzt kommen wir zum spezifischen. Oh, wunderbar. Also die Preistafeln. Ja, ich hoffe, die kann man noch ein bisschen ändern, weil da kostet der Diesel 1,21, E10 1,30 und Super 1,34. Also noch Fantasiepreise, obwohl es ein neuer Bausatz, also ein Neuheit 2021 ist dieser Bausatz. Ne? Dann haben wir hier das Dach, denke ich mal. Ne? Was haben wir hier? Ah, die Ladeninneneinrichtung. So. Dann haben wir noch mehr Dächer. Jawohl. Und noch mehr Bauteile, Inneneinrichtung und natürlich ganz viel Tankstellenfarbenes. Ja, wird bestimmt ein interessanter Bausatz. Wollen wir mal schauen, wie wir ihn hinbekommen. Als erstes müssen wir die Bodenplatte bearbeiten. Das heißt, wir trennen sie ab. Die ist ja sehr gut. Verbaut, also an dutzenden Punkten fest. So. Das Innenleben muss natürlich auch raus. So, das ist die Platte. Jetzt muss man noch ein bisschen entgraten bei so vielen Stellen. So, die erste Handlung ist die Deko 53 aufzubringen. So. Ja, das wäre der erste Schritt. Jawohl. Dann hätten wir den schon mal. Wahnsinn. Jetzt geht es darum,
Fensterfolie aufzukleben. Ja, das bereite ich jetzt mal vor, die ganzen Fensterfolien hier aufzukleben. Das brauchen wir ja nicht zeigen, das geht ja zu lang. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es hier ans Zusammenbauen geht. So, das erste Teil ist durch. Man muss den Pepper hier an die Tür machen, nur für Mitarbeiter. Die blauen Teile hier einfügen, Fensterfolie einkleben. Und ja, jetzt kann das quasi als erstes hier hin. Dann müssen wir mal schauen, dass wir das... Heute will der Kleber nicht. So. Zip-zip. Abstützen. Und dann kommt die Seite hier. So rum. Dagegen. Also. Dann hätten wir die ersten zwei Seitenwände des Tankstellengebäudes dran. Super. So, dann können wir hier die nächsten Gebäudeteile einkleben. Ich habe die soweit mal vorbereitet. So, die Nummer 1. Das Puppet. Jetzt haben wir da die Nummer 2. So. Darums. Wunderbar. Und jetzt noch die Eingangsfront vorne hin. Jawohl. Fall weg. Tja, dann hätten wir das Gebäude. So sieht es bis jetzt aus. Ja, ganz schön groß, ne? Gut, jetzt geht es an die Ausschmückung des Ladens. Das heißt, wieder viel zusammenbauen, viel zusammenstecken und so weiter. Und das mache ich jetzt mal. Und dann, wenn wir es ans Einbauen gehen, melde ich mich nochmal. So, nach einer Stunde Arbeit habe ich jetzt das ganze Innenleben fertig. Und jetzt geht es eben um das Bestücken des Geschäftes. Ja, jetzt müssen wir da mal gucken, wie wir das machen. Also vom Prinzip her sagen die, man soll diese Teile hier hinten hinmachen. Wir machen das mal zum Testen jetzt mal. Bauen wir es mal auf. Wie das aussehen könnte. So, ja. So sieht das gut aus. Dann kommt da der Kassenbereich hin. So.
Dann können wir hier noch was so hinstellen. Dann haben wir hier den Bereich gesperrt. Und jetzt kommt es eben drauf an, wo stellen wir die hin. So. 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 Und so. Dann müssen wir ein bisschen länger zusammengehen. Reicht uns der Platz da nicht aus für alles. So. Tja. Theoretisch so. So wäre es die einzige Option, alles unterzubekommen. Ja, ich tüftel hier noch ein bisschen und dann schauen wir mal, wie das Endergebnis aussieht. So, Dele. Haben wir mal bestückt. Das heißt, ich habe jetzt die Ladenregale reingebaut. Auch schon die ersten Tankstellenbesucher sind drin, einer an der Kasse, die Kassiererin. Allerdings habe ich jetzt hier oben auch noch eine ganze Rabatte mit Werbebannern sozusagen jetzt hingemacht, weil hier in diesem Bereich einfach zu viel sonst wäre an Regalen und das zu unübersichtlich in der Tankstelle ist. So gefällt es mir ganz gut, muss ich sagen, sieht top aus. Ja. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weiterbauen müssen, wie es geht. So, da bin ich wieder zurück. Hab schon mal das Dach drauf gemacht, LED eingelötet. Man braucht nämlich hier die Beleuchtung 180648. Habe ich nicht, habe LED-Streifen einfach eingebaut. So, dann habe ich die gelben Seitenwände ans Dach gemacht. Und jetzt müssen hier noch so Verzierungen dran. Quasi so blaue. So, die werden da eingehakt, eingelocht hier. Wirklich echt doof gemacht. Wollen wir es wirklich die Löcher treffen? Sonst biegt sich das wieder raus. Ja, seht ihr es? Und schon geht es wieder raus. Deshalb habe ich schon die ersten probiert, um zu testen, weil das kam mir schon so komisch vor. Problem ist halt, die sind halt in sich schon so verbogen. Ihr seht's, ne? So, hier hinten noch. Ja, ich klebe das jetzt noch und dann geht's weiter.
So, ich habe jetzt hier hinten noch die Lüftung, Kamin drauf gemacht und so sieht er jetzt aus hier, das Hauptgebäude. Ja, jetzt legen wir es zur Seite und jetzt geht es weiter mit dem Tankstellendach. Ja, und das ist die Nummer. Sieht er hier. 2-2. Ja. Gut. Da gibt es jetzt auch wieder die Ummantelung. Und da müssen wir gucken, wie wir die Lampen hinmachen. Das wird noch was hier. Uiuiuiuiuiui. Ja, der Bausatz, der hat's in sich. Brutal. Aber das kriegen wir hin. Garantiert. So, kurzer Zwischenstand zum Dach der Tankstelle. Ja, ich habe das Gelbe wahnsinnig drum. Ich hoffe, das klebt jetzt schön, dass wir dann weiterbauen können. Ja, wir müssen jetzt da wieder so blaues Schnickschnack drum machen. Also fummel ich das mal rein und ja, wir sehen uns gleich wieder. Hurra, ich hab's geschafft. Mega Fummelei. Hier diese blauen Zierleisten dran zu bekommen. Also brutal. Wahnsinn. Waschfinger like you, ne? Geht natürlich gar nicht. So. Dann kommt wohl nachher das dann als Gegenpol hier hin. So. Da muss dann bloß noch die Beleuchtung rein. Jetzt braucht man hier wieder Beleuchtung 180648 zweimal. Da habe ich nicht. Also baue ich jetzt hier wieder mit LED-Stripes einfach hier drüber. Vom Prinzip her. Muss mal gucken, wie ich das anstelle. Weil natürlich, man braucht hier 4 zum Ausleuchten, aber das Problem ist, ich komme nicht auf das Loch dann hier. Ja, dann hätte ich aber da nichts. Das ist alles, was mir ein bisschen missfällt hier jetzt. Muss ich mir mal überlegen, was ich mache. Weiß ich jetzt noch nicht so. Schauen wir mal. So, nächster Teil ist die Halter, wo das Dach drauf kommt und wo die Kabel durchgeführt werden können. Die muss man jetzt mal zusammenfügen. So. Da wird dann quasi das Kabel durchgeführt. So, beide Elemente da und jetzt können wir dann die Deko anbringen.
So sieht's dann jetzt aus. Bestückt. Ja, und jetzt werden sie einfach hier eingeklebt. So. Wunderbar. Schick, schick. So. Und jetzt geht's noch ein bisschen weiter mit den einzelnen Bauschritten. Unter anderem gehen jetzt die Zapfsäulen los. Wenn ihr hier seht, da wird es jetzt heftig. Ja, also viel Kleinzeug noch, was ich jetzt machen werde und euch am Schluss dann das Gesamte zeige. So, jetzt habe ich, wie gesagt, ihr habt es gesehen, hier verkabelt, das Licht hier unten. Jetzt machen wir mal kurz einen Lichtcheck, ob die funktioniert. Die eine Seite, jetzt gucken wir noch die andere Seite an, ob die auch funktioniert. Jawohl, funktionieren also beide Seiten. Das heißt, wir können das jetzt verbauen im anderen Dach. So, damit es einigermaßen nicht so auffällt, habe ich sie jetzt weiß gemalt, genau, Weißvase grau gemalt. Und jetzt ist das etwas dezent, es passt ein wenig besser wie das Weiß. Und von dem her haben wir jetzt den Vorteil schon mal, dass es soweit fertig ist. Ja, da sind wir am Ende von diesem tollen Bausatz aus dem Jahr 2021, die Neuheit. Eine Jet-Tankstelle. Ja, wie gesagt, ne, die Preise, die sind natürlich, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Schön wäre es, wenn sie so sind, da würde ich sofort alles voll tanken, was geht. Ja, wir haben das Gebäude mit Shop und wir haben das Tankstellengebäude. Ich kann es leider nicht anders aufbauen, wie gesagt, ihr werdet es dann sehen, wenn ich es verbaue, wie es ausschaut. Wir haben einmal vom Shop das Maß 19 cm auf 14,2 cm auf 6 cm und vom Tankstellendach haben wir das Maß 18,2 cm auf 12,4 cm auf 6,3 cm. Ja, wie gesagt, Bedarf ist Artikel von Beleuchtung her 180648. Zweimal. Ja. Man kann aber auch wie ich jetzt LED-Streifen nehmen. Das ist jedem selber überlassen. Ja, das war's mit diesem Bausatz in der Bastelzeit. Ne? 130589 Tankstelle. Ein schöner Bausatz, ja. Viele, viele, viele Teile. Sehr kompliziert, ihr habt es gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, wenn ich auch nur Etappen machen konnte. Und es ist auch der erste Bausatz, der im Endeffekt so unfertig da liegt in der Präsentation. Ja. Aber wie gesagt, schaut vorbei in einem der Videos Neues aus der MOBA-Wohnung. Da seht ihr dann irgendwann, wo diese Jet-Tankstelle hingebaut wird. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr immer up to date und wisst sofort, wenn was hier auf dem Kanal passiert. Ja,
Bis dahin bleibt gesund und kommt gut durch den Sommer, ne? Es ist ja brutal heiß. Aber was will man machen? Man will ja den Sommer. Im Winter ist kalt genug. In diesem Sinn, viele Grüße an Markus und tschüss.